Einen schönen guten Tag, mein Name ist André Gelösch und ich möchte Ihnen in diesem Video zeigen, wie man testgetrieben sehr schnell entwickeln kann und vor allem, was uns diese Testabdeckung letztendlich erlaubt. Ich habe dafür die FISPAS-Charta ausgewählt, die ist sehr einfach, werden wir gleich auch sehen. Und ich habe schon zwei Tests im Grunde angelegt. Der erste hat mich dazu gebracht, dass ich eine Klasse FISPAS-Konverter habe. Diesen überspringe ich an der Stelle bei der Erklärung, weil er dazu führt, dass man normalerweise gleich zu Beginn mit den Regeln des Red-Green-Refactor bricht. Wir steigen also mit dem zweiten Test ein und dieser Test sagt aus, dass für jede Zahl, die ich an meinen FISPAS-Konverter weitergebe, auch die gleiche Zahl zurückgegeben werden soll, und zwar als String. Warum das Ganze, sehen wir dann später. So, das ist die Aufgabe. Jetzt erzeuge ich meinen FISPAS-Konverter. Und bei diesem rufe ich meine Convert-Methode auf, die gibt es noch nicht. Der übergebe ich eine 1 und erwarte die 1 als String. Jetzt könnte man meinen, ich wäre schon in der Rotphase, wenn wir die Tests einmal ausführen. Denn immerhin wird mein Test ja nicht grün. Der Grund, warum mein Test aber nicht grün wird, ist ja eben, weil er gar nicht bauen kann. Wenn ich nicht bauen kann, kann keine meiner Voraussagen, meiner Erwartungen überprüft werden. Und demnach ist der Test auch gar nicht rot, sondern er lässt sich einfach nur nicht bauen. Sorgen wir also dafür, dass er überhaupt ausgeführt werden kann. Das geht, indem ich die entsprechende Methode anlege. Und wenn ich jetzt starte, dann wird der Test auch entsprechend rot, weil das, was er zurückbekommen hat, war eine Exception. Diese Exception beseitige ich einmal und mache jetzt etwas, das ein wenig eigenartig wirkt. Wir müssen an dieser Stelle einen String zurückgeben, das ist noch wichtig. Und ich gebe zurück einen leeren String. Der Grund, warum ich das tue, ist, um zu überprüfen, ob mein Test auch deshalb fehlschlägt. Ja. Weswegen ich erwarte, dass er fehlschlägt. Denn es reicht nicht aus, einfach nur zu gucken, ob der Test erfolgreich war oder fehlschlägt, sondern er sollte natürlich auch aufgrund dessen fehlschlagen, was man letztendlich als Erwartungswert definiert hat. Jetzt müssen wir noch die Implementierung vornehmen und diese Implementierung sagt ja eben aus, oder der Test sagt aus, dass die Implementierung die Zahl zurückgeben muss, die gegeben ist, und zwar als String. Das können wir ganz einfach machen, indem wir den Parameter nehmen und da rufen wir toString auf. Das Ganze muss natürlich groß geschrieben werden, wir sind ja hier bei C#. Und wenn ich jetzt ausführe, dann wird er auch grün. Nun kann ich mit der Refaktorisierung loslegen. Das heißt, dass ich erstmal meine Klasse public mache und dieser Parameter hier gefällt mir nicht. Das nenne ich number für Zahl und internal ist die Methode auch nicht. Sie ist public. Dahingehend ist die Implementierung jetzt refaktorisiert. Alles bleibt grün. Wunderbar. Der zweite Test, und damit kommen wir FISPAS immer näher. Der verlangt von mir, dass wenn eine Zahl durch 3 teilbar ist, ich statt der Zahl den Begriff FIS zurückgebe. Dafür erzeuge ich mir wieder eine Instanz meines FISPAS-Konverters. Rufe Convert auf, übergebe meine 3
erwarte Fizz von meinem Result. Damit ist der Test umgesetzt. Ich erwarte jetzt, dass er rot wird. Tatsächlich bekommt er eine 3 zurück, aber ich hatte Fizz erwartet, also muss ich jetzt hier an der Implementierung eine Änderung vornehmen. Das geht ganz einfach, indem ich ein if einfüge. An der Stelle sei gleich gesagt, ich gehe hier schon einen Schritt weiter, als das bei Test-Driven Development üblicherweise der Fall wäre. Also zumindest, wenn man nach dem klassischen Test-Driven Development gehen würde, dann würde der Test ja von mir eigentlich erwarten, dass eben für einen 3 ein Fizz zurückgegeben wird und nicht schon für alle möglichen Zahlen, die durch 3 teilbar sind, also 6, 9, 12 und so weiter und so fort. Also ich bin hier ein wenig gierig, ich implementiere mehr, als ich eigentlich müsste, aber das dient nur dazu, eben um das Vorgehen und vor allem gleich das Refactoring zu zeigen. Jetzt habe ich die Umsetzung vorgenommen, ich drücke einmal auf Ausführen, alles wird kompiliert, der Test ist grün, ich kann fortfahren. Aktuell gefällt mir die Umsetzung meiner Tests so nicht ganz, denn es gibt ein gewisses Feature, das uns an dieser Stelle sehr helfen kann, Code einzusparen. Der erste Schritt dafür ist, dass ich zum Beispiel diese Initialisierung meiner Testklasse einspare. Das mache ich einmal auf die Art und Weise. Und damit, wenn ich jetzt diese Refaktorisierung vorgenommen habe, sollten alle Tests immer noch grün sein. Das sind sie aber nicht, das ist interessant, weil ich vergessen habe, bei Setup etwas vorzunehmen. Und hier hat mich das erste Mal bei dieser Vorstellung jetzt Red Green Refactor gerettet. Ich bin davon ausgegangen, dass alles grün war, aber ich habe vergessen, eine Änderung vorzunehmen. Und zwar muss ich das Attribut hier oben in Setup ändern. Dadurch, dass ich ein Setup aufsetze, wird diese Methode hier vor jeder Testmethode ausgeführt und schon sind alle Tests entsprechend grün. Das ist eine Art und Weise, wie man das machen kann. Gerade in diesem Fall bei dem Konverter ist es aber so, dass man noch ein anderes Feature nutzen kann. Und zwar kann man tatsächlich sich die ganzen Testmethoden sparen, bis auf eine einzige. Und stattdessen nutzt man hier TestCase. Dort definiert man den Eingabewert, also 1. Und dann sagt man, was soll das Result sein? In meinem Fall auch 1. Ich mache also einen parametrisierten Test. Ich gebe eine Zahl rein. Ich brauche natürlich jetzt doch wieder mein SUT. Aber statt dass ich das Ergebnis überprüfe, gebe ich das zurück, was ich von Convert erhalte, und zwar in Form eines Strings. Den anderen Test kann ich ebenfalls löschen und als TestCase definieren. Ich gebe eine 3 hinein. Ich erwarte ein Fizz. Hier oben muss ich natürlich darauf achten, dass ich einen String zurückgebe. Ein Problem mit diesen Tests ist immer, man kann sie nicht so gut beschreiben. Given number is converted correctly. Das ist jetzt nicht sehr sprechend, weil es ja gar nichts darüber aussagt, was wir hier reingeben. Aber das soll uns in diesem Beispiel nicht weiter stören. Wir haben jetzt ein immenses Refactoring unserer Testmethoden gemacht, aber wir konnten das tun, weil wir immer wissen, dass unsere Implementierung sich in der Zeit nicht geändert hat. Die Implementierung testet also ein Stück weit den Testcode mit. Jetzt, wo ich an dieser Stelle bin und das Refactoring abgeschlossen habe, kann ich dazu übergehen, den nächsten Test zu definieren. Und zwar ist es bei FizzBuzz so, dass wenn eine gegebene Zahl durch 5 teilbar ist, dann soll Buzz zurückgegeben werden. Führen wir alles wieder aus. Wir sehen, ein dritter Test ist hinzugekommen und das Ganze ist jetzt rot. Es ist rot, weil wir 5 erhalten haben statt des erwarteten Buzz. Also müssen wir hier reingehen und die Implementierung vornehmen. Das mache ich jetzt wieder ganz einfach.
Führen wir einmal aus. Test ist grün. Dieses ganze Ausführen zeigt schon ein bisschen, das mit dem Hin- und Hergeklicke ist eigentlich ganz störend und es wäre ja schön, wenn ich nicht immer in meinen Testrunner reingehen müsste, sondern wenn das jemand automatisiert für mich übernehmen würde. Und dafür gibt es zumindest im C-Sharp-Bereich ein ganz nettes Tool. Ich weiß, dass es das auch in anderen Bereichen gibt. Für JavaScript zum Beispiel nennt es sich Wallaby.js. Im Java-Umfeld gibt es auch eins, aber da kenne ich leider den Namen nicht. In unserem Fall ist das nCrunch. nCrunch ist ein Werkzeug, mit dem ich meine Tests automatisch im Hintergrund ausführen kann. Und zwar kann ich sagen, dass er entweder alle Tests ausführen soll, wenn ich Änderungen vornehme, oder nur die, die von einer Änderung im Code betroffen sind. Woher weiß er, welche Tests betroffen sind? Ganz einfach daran, dass das Tool im Hintergrund immer die Testabdeckung mit trackt. Das sehen wir hier. Er zeigt mir das auch an. An dieser Stelle ist alles grün, denn die Tests sind korrekt umgesetzt. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel die 5 in eine 6 ändere, dann wird der Bereich rot, obwohl ich nichts weiter gemacht habe. Die Tests, die diesen Bereich covern, sind fehlgeschlagen. Ganze 2 sind es, weil nämlich auch der Bereich hier unten fehlgeschlagen sein wird. Ändere ich es zurück, ist wieder alles in Ordnung und man sieht schon, wie schnell das geht, weil eben nur der Code ausgeführt wird, der tatsächlich betroffen ist. Das kann bei größeren DLLs etwas länger dauern, aber da er die Testausführung wirklich nur für die betroffenen Tests macht, geht es insgesamt auch bei großen Codebasen noch ganz schnell. Damit wir FISBAS korrekt umsetzen, müssen wir noch einen weiteren Testfall beachten, und zwar, wenn eine Zahl sowohl durch 3 als auch durch 5 teilbar ist, wie zum Beispiel 15, dann soll nicht nur FIS und BAS, sondern tatsächlich FISBAS zurückkommen. Speichere ich, wird alles wieder rot, sind in unserer Rotphase, und ich kann dazu übergehen, hier eine Änderung vorzunehmen. Der Code ist implementiert, alles ist grün, wir können uns freuen, aber tatsächlich gefällt mir das alles noch nicht so ganz, denn unsere Tests sind zwar erfolgreich, aber die Implementierung ist nicht sauber. Wir können das noch ein wenig verändern, wir können noch weiter refaktorisieren, damit wir auf Dauer nicht unbedingt jedes Mal den kompletten Code anpassen müssen, wenn wir einen neuen Fall in diese Methode implementieren. Also diese Methode selbst ist schon jetzt recht komplex. Sie dürfte, glaube ich, eine Komplexität von 5 oder sogar etwas mehr haben. Und hier kommen wir an eine Stelle, wo ich jetzt etwas tue, das so in der Praxis wahrscheinlich nicht gemacht wird. Also so eine doch recht einfache Methode dermaßen aufzublähen, würden Sie wahrscheinlich eher nicht machen. Aber es zeigt uns, wie unsere Tests uns dabei helfen, den Code zu verändern, ohne dass wir dabei ein schlechtes Gewissen haben müssen. Denn das Erste, was ich mache, ist, dass ich anfange, diese Methoden auszulagern, und zwar in Klassen. Ich definiere mir zunächst ein Interface, das Sie alle besitzen. Das nenne ich iValueConverter. Und dieses Interface hat eine einzige Methode. Diese gibt einen String zurück für eine Convert-Methode, die ein Int erhält. Und nun kann ich eine Klasse FISConverter anlegen. Das Class vergessen. Die iValueConverter realisiert.
Und ein Value-Converter macht nichts anderes als das hier. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und zwar für Bass. Benennen wir das Ganze einmal um. Und wir nehmen noch einen einzelnen Konverter. Brauchen noch einen Standardfall. Wenn das nicht zutrifft, dann gibt er einfach einen leeren String zurück. Und wir brauchen noch einen Standardkonverter für die Zahlen. Der gibt einfach bloß die Zahl als String zurück, die er erhält. So, jetzt können wir hier oben anfangen, das umzuändern. Das schlägt aktuell fehl, weil natürlich der FIS-Bereich weg ist. Ich ändere das jetzt erst einmal so, dass ich mir die entsprechenden Klassen hier einfüge, um zu gucken, ob diese auch funktionieren. Und den Bereich hier oben lasse ich komplett weg. Was ich jetzt tue, ist, ich rufe erst den FIS-Konverter auf. Schreibe sein Ergebnis auf das Gesamtergebnis. Das gleiche mache ich mit dem Bass-Konverter. Und wenn das keinen Inhalt hat, das Ergebnis, also wenn es leer ist beispielsweise, dann wird das Ergebnis des Number-Converters verwendet. Ganz am Ende geben wir das Ergebnis zurück. Und alle Tests sind grün. Das ist schon mal ganz interessant. Also wir haben den Test schon sehr aufgebrochen. Nicht den Test, wir haben den Code, den Quellcode komplett aufgebrochen. Die Tests haben wir gar nicht angefasst. Aber wir können uns jetzt schon sicher sein, dass unsere Konverter grundsätzlich funktioniert und auch, dass die Logik gut funktioniert, die wir hier reingeschrieben haben. Was mir an der ganzen Sache noch nicht gefällt, ist, dass ich das eigentliche Ziel nicht erreicht habe. Denn mein eigentliches Ziel war es ja, dass ich die Konverter austauschen kann, dass ich quasi meinen FISBUS-Konverter ein Stück weit konfigurierbar halte. Und das kann ich machen, indem ich nun diese Abhängigkeiten von außen auflösen lasse. Indem ich mir die per Constructor Injection reingeben lasse. Und zwar kann ich mir ja einen iValue-Konverter als Default-Konverter geben lassen. Dieser muss immer da sein. Na, da wollte er nicht. Jetzt.
Dieser muss immer angegeben sein, weil er den Default Path definiert, also der Pfad, der genutzt wird, wenn kein anderer Pfad zur Verfügung steht. Da gebe ich an dieser Stelle meinen Number Converter hinein. Speichern wir, er hat kompiliert, alles ist in Ordnung. Nun kann ich mir weitere Parameter geben lassen. Dies mache ich mit Params. Params hat die Eigenschaft, dass es eine beliebig lange Liste von Werten ist. Nennen wir sie Value Converters. Und dort kann ich jetzt beispielsweise diese durchlaufen lassen. Deren Ergebnis zum Gesamtergebnis hinzufügen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel den FIS-Converter wegnehme und ihn von außen hineinreichen lasse, dann wird schon mal alles grün. Und wenn ich jetzt den Bus-Converter noch einspare, dann wird auch immer noch alles grün. Wir haben also die Implementierung komplett umgestellt. Man könnte es auch ein wenig anders machen. Ich hätte mir auch gleich eine komplette Liste reingeben lassen und quasi den ersten konfigurierten immer als Default-Converter verwenden können. Das möchte ich aber nicht, denn dann wäre es möglich gewesen, dass die Liste auch leer gewesen wäre. Ist dann ein wenig fehleranfällig. Was haben wir jetzt tatsächlich durch diesen Aufbau gewonnen? Na, wir haben gewonnen, dass die Klasse gar nicht weiter angepasst werden muss. Wir müssen den Code nicht verändern, wenn wir die Anforderungen ändern. Beispielsweise, wenn bei 15 statt FIS-Bus, Bus-FIS verwendet werden soll, dann ändere ich hier einfach meine Konfiguration. Diese Konfiguration kann zum Beispiel auch per XML oder sonst was passieren und die Anforderung ist auch umgesetzt. Das Ganze folgt dem Open-Close-Principle von Solid, von den Solid-Prinzipien, ist an der Stelle aber eigentlich gar nicht so wichtig, denn das, worauf ich hinaus wollte, war, dass Sie sehen, wie schnell man eigentlich entwickeln kann, wenn man testgetrieben arbeitet. Und vor allem, wie sehr man den Quellcode verändern kann, der durch Tests abgedeckt ist, ohne dass man Angst dabei hat. Ich habe im Grunde hier drüben alles auseinandergerissen und wieder zusammengesteckt, aber ich war mir immer sicher, dass alles funktioniert, weil die Tests ausgeführt werden, während ich arbeite. Ich kriege sehr schnelles Feedback.